Und Action! Also das ist doch wunderbar, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, dass wir zu viert da sind. Jetzt können wir uns austauschen. Wie ist euch denn so gegangen? Erzählt es mal, habt ihr Erfahrungen zum Austauschen? Ja, ganz früh, oder? Ja, erzähl. Also ich muss dir was sagen, Rudi. Ganz, ganz am Anfang haben wir gedacht, mein Gott, na, ob mich Getreide glücklich macht. Habe ich nicht genau gewusst. Dann habe ich dein Filmchen gesehen, wo du dein Statement abgegeben hast. Und du hast gesagt, Mensch, dieses tolle Getreide und das zum Essen. Wann hat man mal die Möglichkeit, dass man das hat? Ich habe dir zugeschaut und habe mir gedacht, boah, wie der das sagt, so richtig toll. Und ja, so fühle ich mich jetzt. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich habe mir das auch nicht gedacht. Danke, Rudi. Ich habe mir das auch nicht gedacht, dass ich so begeistert bin von Getreide, weil ich meine, denkst du, ja, Kerntelfresser, verstehst du, das ist immer negativ besetzt, aber die sind so geil, das Getreide, also in allen Varianten, ich finde das super. Hast du auch gesagt, gell? Ja, ich bin halt jetzt momentan eingependelt auf so eine Mischung zwischen Naturreis und Dinkel, weil den Reis allein, das mag ich immer nicht so, aber der Dinkel, der ist schon knackig. Mischst du den Reis und Dinkel oder was? Mhm. Ja, nicht schlecht. Genau. Also, ja, aber man kann ja weiter experimentieren, ist ja nur alles Mögliche drinnen. Ja. Was habt ihr nur experimentiert? Du hast vorher was erzählt von Überbacken. Ja, das ist mein Lieblings-Abendessen-Highlight. Also gemischtes Gemüse und mit Getreide mischen und dann Emmentaler drüber und ins Rohr. Das ist ruckzucki fertig und schmeckt super lecker, so gerade mit das Teig. Werde ich ausprobieren. Mhm. Und was ich auch eine Variante habe ich noch gemacht mit Zucchini aushöhlen und statt dem Hackfleisch halt einfach ins Getreide rein und auch wieder Käse drüber und überbacken. Mhm. Also, ja, gut. Fantastisch. Sehr lecker. Gute Ideen. Mhm. Ja. Was ich jeden Leberkast. Und wie war es jetzt so nach dem Feiertag? Wie ist es euch gegangen? Wie findet ihr das Ganze jetzt? Nach dem Feiertag? Ja, das war dann halt, ja. Aber während dem Feiertag, muss man sagen, während dem Feiertag. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann da vor irgendeinem Essen sitzt und sagt, oh Gott, ich darf nichts essen, weil ich muss ja abnehmen. Und nein, scheiß drauf. Man haut sich einfach das rein, weil man ja weiß, dass man später eben wieder sich so ernährt, wie wir es eigentlich gelernt haben. Und dann ist alles halb so wild. Mhm. Vor allem, was du gesagt hast, auch mit der Brezel oder Scheibe Brot, dass man das dann einfach, wenn man das in Maßen genießt, auch wirklich genießt. So ist es. Also eigentlich gibt es ein bewusster Genießen. Genau. Das stimmt auch. Mhm. Ja, und wie gesagt, nachdem, habe ich vorher schon einmal erwähnt, nachdem jetzt quasi die ganzen Feiertage und der ganze Schmarrn vorbei ist, kann man es jetzt mal wieder angehen lassen, dass man vielleicht wieder eine Phase hat, wo man jetzt einfach mal ein bisschen konsequenter ist auch. Und also für mich, für meinen Teil zumindest, dass man einfach hergeht und ein bisschen weniger sündigt. Ausnahmen machen, das sündigt mir ja nicht. Ja, und bei dir kann ich mich noch erinnern, Marion, du warst ja beim Arzt zwischendurch. Mhm. Ja, da habe ich sowieso einen Termin gehabt und dann habe ich gebeten, das war glaube ich eineinhalb oder zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe, ob wir das Blut wieder mal überprüfen lassen können. Und dann muss ich echt sagen, dann hat es einen historischen Niedrigwert bei Cholesterin gegeben, also gleich nach der kurzen Zeit schon. Und ich war begeistert, mein Arzt war begeistert und hat gesagt, egal was du machst, weiter so. Ja, schön. Und merkt man einfach, dass das auf alles eine Auswirkung hat. Stimmt. Mhm. Weil du hast gesagt, auf alles Auswirkungen. Ich mache so gern Sport. Selbst auf das hat es Auswirkungen, weil man da einfach, man ist motivierter und man hat, also ich habe ganz am Anfang habe ich gesagt, ich kann Bamas reißen, so viel Kraft oder so viel Ausdauer habe ich dann auch.